Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Let's Play Dead by Daylight. Ein Blick auf meine täglichen Rituale zeigt mir, dass ich schon wieder als Doktor 4 Überlebende schocken soll. Ich glaube, damit fange ich jetzt auch mal an. Das ist immer so ein kleiner Selbstläufer. Und dann werde ich danach auch nochmal mit der Krankenschwester auf die Jagd gehen und da noch ein paar Punkte sammeln. Schauen wir mal, was nehmen wir denn mit? Verfolgung, Opferkategorie. Ich glaube, ich spiele die leere Muschelschale. Dann kriege ich 25% Bonuspunkte auf alle Aktionen. Habe Barbecue und Chili dabei. Das heißt, ich könnte meine Blutpunkte noch verdoppeln, wenn es uns gelingt, jeden Überlebenden einmal festzuhaken. Und sehen die Aura, wenn wir jemanden festhaken, die Aura der Überlebenden, die weiter als 40 Meter entfernt sind. Ruf einer Krankenschwester, welches uns Heilungsaktionen in 28 Meter Entfernung zeigt. Überladen nach der Beschädigung eines Generators haben die einen sehr schweren Fähigkeitencheck vor sich, der bei, wenn er misslingt, auch noch zusätzlich 5% Rückgang bietet. Und verstört. Mein Terrorradius ist um 26 Meter erhöht. Das ist ja ganz gut, denn im Behandlungsmodus werden die Leute in unserem Terrorradius wahnsinnig. Und den erhöhe ich einfach so mal ein bisschen. Ich warte nur noch darauf, dass die letzten beiden hier fertig sind. Und so wie es aussieht, haben wir ein Dreier-Team. Die werden sich also gegenseitig schon vernünftig unterstützen, gehe ich mal von aus. Wir schocken sie ein wenig. Mal schauen, welche Karte wir haben. Vielleicht laufen wir, was beim Doktor mit dem erhöhten Terrorradius ja immer sehr effektiv ist, vielleicht laufen wir mit einer Drei-Generatoren-Taktik ja den Sieg ein. Mal schauen. So. Ich hoffe auf jeden Fall auf eine gute Karte mit dem Doktor. Und auf einen hohen Wahnsinnslevel der Überlebenden. Aber vier Leute schocken, das dürften wir hinkriegen für das Tagesziel. Um ein paar Blutpunkte zu verdienen, die wir ja die ganze Zeit in Legion gesteckt haben, um den Erfolg freizuschalten, was wir ja auch letztendlich geschafft haben. Wir spielen quasi auf der Karte den Heimvorteil von Herman Carter in der Behandlungsstation, wobei ich das nicht wirklich als Heimvorteil sehe, denn hier haben sie viele Schränke, in die sie reingehen können. Aber wir jagen sie auch schon ordentlich in den Wahnsinn. Hallo! So, damit haben wir schon mal den ersten. Und den hängen wir hier im Büro auf. Und da ganz hinten am Generator, da war jemand zugange. Na, was hast du vor? Weißt du nicht, dass du da unten runterfallen kannst? Wohl nicht, ne? Ha 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 ha
Dienstag. Na, kriegt sie ihren Befreiungsschlag hin? Anscheinend nicht. Oder sie hat ihn absichtlich aufgehoben. Wir wissen es nicht. Und haben somit den zweiten Punkt für Barbecue und Chili. Und kriegen schon mal 50% mehr Blutpunkte. Oh, wir treten den Generator mal. Den sprengen sie bestimmt gleich. Ah, da haben wir die kleine Feng. Schnapp, schnapp. Ich freue mich über jede kaputte Palette, denn da fallen die eventuell später noch drauf rein. Denn ich habe ja das Add-on drin. Pop, pop. Ja, nicht in den Schrank gegangen. Das wird halt gerne mal beim Doktor gemacht. Ah, der ist noch zurückgesetzt. Gehen wir mal auf den da hinten. Da war aber auch noch keiner. Oh, hier haben wir noch eine Palette. Die können wir natürlich... Nee, das war... Wir kriegen gar nicht mehr die, die falschen Paletten angezeigt, sehe ich gerade. Das ist schade. Ja, auch Unsinn zu fabrizieren hier. So nicht. So, Fengi. Nett gemacht. Du tust, als ob ich dich da in der Ecke nicht sehen würde. Hatten wir sie schon? Nee, hatten wir noch nicht. So, da hinten ist der Verletzte, den wir noch nicht hatten. Der ist auch noch gut bei der Reparatur.
Da hinten im Ausgang steht jemand und meint, er könnte sich hier beruhigen, oder was? Da ist er doch. Oh, da haben wir unsere kleine Nea. Und Maggi ist recht gut hier drin, den Generator zu machen. Und haut auch immer rechtzeitig ab. Müssen wir auch nochmal sprengen. Ah, die treten wir mal kurz. Ist auch diese Palette weg. Nichts da. Weg mit dir. Was hast du denn gerade vorgehabt? Gut. Then you come on the hook. So eine Pro doch in irgendeinen Schrank gegangen. Um jetzt sicher vor dem Wahnsinn zu sein. Naja. Kriegen wir noch eine Palette. Da waren Raben. Da waren Raben. Da hinten steht sie. Da hat uns der Ruf einer Krankenschwester... Ah, da kommt sie jetzt mit ihrem Entscheidungsschlag. Sie hat ihn aufgehoben, sie hat ihn nicht verkackt. Aber die Flucht war dumm. Und damit kommst du doch noch an den Haken. Jo, und damit hätten wir auch das Tagesziel erreicht, haben alle erwischt, also auch unseren Bonus verdoppelt. Hier wäre die Luke gewesen. Das war doch wieder eine gute Runde als Doktor.
So. Bum, bum, bum. Zwei Pips haben wir mal wieder verdient. Yep. Und dann werde ich mal in die nächste Runde als Krankenschwester gehen. Ich habe da schon was vorbereitet, nämlich 4 Teleportationen mit deutlich erhöhter Reichweite oder einfach nur erhöhte Reichweite, weil hier ja schon die Reichweite leicht verringert wird durch 4 Teleportationen. Nehme einen Pudding mit, um meine Punkte auch für diese Runde zu verdoppeln. Und bin mal gespannt, auf was für ein Truppe-Überlebender wir hier treffen. Feng, David, Claudette und Kate. Noch eine Stärkung durch Getränke. Na, lass mal so. Ich hatte gerade schon überlegt, ob ich als Opfergabe nicht vielleicht die Gideon Fleischfabrik spielen soll. Die ist als Krankenschwester immer sehr, sehr gut. Vielleicht landen wir ja auch so da, wobei die Chance dafür doch sehr gering ist, dass es ausgerechnet die Gideon Fleischfabrik wird. Keine Opfergabe eines Überlebenden, der uns an einen bestimmten Ort bringt. Sie spielen alle die Zielkategorie. Also 2 der 4 Leute kriegen schon mal Bonuspunkte für das Reparieren von Generatoren und das Öffnen von Ausgangstoren. Wer kann es ihnen verübeln, ist ja auch ihre Hauptaufgabe. Dass man da die Bonuspunkte spielt, macht ja durchaus Sinn. So. Ich hoffe inständig auf die Fleischfabrik. Das wäre so gut mit der Krankenschwester. Oh, so, je länger die Krankenschwester ihre Teleportation auflädt, desto weiter kann sie reisen. Bis ans Ende der Welt, wenn sie will. Ich finde diesen Ausdruck blöd. Kann sie reisen? Mit Köfferchen in der Hand statt Knochensäge reist sie über die Karte. Ah, das Laden dauert mir wieder eine Spur zu lange. Es kann also tatsächlich passieren, dass wieder mal nicht alle Überlebende hier auf der Map landen. Ich hoffe es einfach mal, denn sonst ist Barbecue und Chili ja auch immer so ein bisschen, ja, verschenkt will ich nicht sagen, aber man kriegt dann halt schon keinen 100% Bonus mehr hin, sondern nur 75, wenn einer fehlt. Das ist schon ärgerlich. Hoffen wir einfach mal, dass alle hier landen. Faulige Felder, eieieiei, eine Karte, die ich mit der Krankenschwester überhaupt nicht mag, denn in den fauligen Feldern kann man sie halt sehr gut wieder loswerden, ne? Das ist das Problem. Na, schade. Da hinten rennt sie doch. Ja, ja, dieses wilde Hin- und Herrennen in den Feldern nervt so ein bisschen. Ah, fuck. So. Babyfrau. Komm mal mit. Das ist auch immer gut, wenn die glauben, man verfolgt jemanden. Einfach mal zu einem Generator teleportieren. Meistens klappt es. Und da hinten am Generator war die nächste. Ja, da hinten läuft die Kate.
Tja, da hast du dich vertan, Fräulein. Netter Versuch deinerseits, aber das wird nix. So, damit holen wir uns den zweiten Bonus für Barbecue und Chili. Und da rennt doch schon jemand. Willst du wieder dran glauben? Kate, auf zu zappeln. Ja, denkst du, ich sehe dich nicht, David. Monsieur Vollpfosten. Kommt sie holen. Ja, okay. Dann muss sie nur noch einmal hängen. Vergiss es. Du hast dich heute nicht benommen. Den Haken, den ich für dich hatte, den kriegst du auch wieder. Und damit haben wir auch ihn wieder. Okay. Jetzt kam die Befreiung. Da hinten ist die Feng. Die hing noch nicht. Ja, dass ihr alle diesen Trick versucht. Als ob ich die Stelle da nicht treffen würde. Very stupid of you. Und der hat sich ausgelockt? Interessant.
Was willst du denn jetzt von mir? Du rennst wie besoffen. Und glaubst, dass du mit deinem blöden Gerenne tatsächlich davon kommst? Glaubst du das wirklich? Gut, ich bring dich schön weit weg, damit ich Claudette auch mit Barbecue und Chili sehen kann. Nicht, dass die Gute noch glaubt, sie könnte durch die Luke abhauen. So. Dein Opfer fehlt mir nämlich noch. Damit haben alle vier gehangen. Und ich verdopple meinen Punktebonus. Ich verdreifache ihn sogar. Denn, ja, ich habe ja den Pudding des Überlebenden gespielt. So. So, eine Tüte Mitleid. Für ihr Noob-Team. Ist immer schön, wenn die immer andere für ihr Versagen verantwortlich machen. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.